Brauchen wir hier noch eine Mobilraffinerie. Produktion läuft. Bereit. Die kommen jetzt hier runter, gehen hier hoch zum nächsten. Melden Bereitschaft. Die Ionenschutzfregatten gehen hier lang. Bewegungsbefehl bestätigt. Okay, und wenn die Mobilraffinerie hier fertig ist, werde ich mir verstanden. Zwei von denen schnappen. Ja, noch mehr. Docke an Mutterschiff an. Drei Docke draus. An Mutterschiff an. Melden und die gehen hier unten abbauen. Roger. Docke an Mutterschiff an. Gruppe 1. Gruppe 2. Bestätigt. Aber erstmal gehe ich hier scouten. Mobilraffinerie fertig. Auf dem Weg zum Ziel. Bereit. So, was kann man so forschen? Verbesserte Sensoren brauche ich nicht. Heli-Geschwindigkeit. Ja, die sind ziemlich lahm momentan. Auf dem Sturz von Erika. Oh. Ich kann keine Mobilraffinerien mehr bauen. Das ist unfair. Bestätigung. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Koordinaten bestätigt. Gruppe 1 meldet Bereitschaft. So. Gruppe 3 meldet sich zur Stelle. Gruppe 3 geht hier rüber. Gruppe 4. Gruppe 4 hat verstanden. Gruppe 3. Gruppe geht in Stellung. Aufrüstung abgeschlossen. Gruppe 3 hat verstanden. 9000 RE. Ui, das ist eine Menge. Das ist wirklich viel. Bereit. Ziel erfasst. Melden Bereitschaft. Kurs eingestellt. So. Ihr beiden geht. Verstanden. Hier. Grünes Licht bestätigt. Genauso wie ihr. Aufrüstung abgeschlossen. Melden uns zur Stelle. Und du auch. Bestätigung. Auf dem Weg zum Ziel. So, und die komplette Gruppe 3 geht sich erstmal reparieren, neu aufrüsten. Gruppe 3 meldet sich zur Stelle. Ist immer gut. Das Trägerschiff bewegt sich herüber, wegen seinen verbesserten Sensoren. Das ist nicht schlecht eigentlich. So, hier kommen die Aufgebauten wieder raus. Verstanden. Was ich eben noch sagen wollte, in Sachen Ausgrabungen außerhalb des Erdballes. Warum kann man hier überhaupt was ausgraben? Ich meine, irgendwer hat was im All versteckt, aber warum in einem Asteroid? Das sind uralte Ausgrabungsstätten anscheinend. Das heißt, es ist das, was die Leute verstecken wollten, haben sie einfach im All treiben lassen. Und durch der ihre Gravitation, also die Gravitation der Objekte, wurde Staub angesammelt. Und dieser Staub ist es, der sich hier dran versteinert hat und verhärtet. Ja, sowas lernt man alles auf, ja, wie heißt es? Alpha Centauri. Gruppe 3 hat sehr gute, Gruppe 3 meldet sich zur Stelle. Ja. Serie ist es jetzt nicht, wie nennt man es? Sehr gute. Ja, doch, Serie. Wissenschaftsserie, wenn es um so Sachen geht. Kann ich nur empfehlen. Ziel erfasst. So, die bewegen sich jetzt da hoch. Mit der aggressiven Taktik und im Jägerverband. Neue Formation bestätigt. Hier unten wird abgebaut. Bereit. Wir haben zwei Flakfregatten, da tun wir noch drei Torpedos dazu und zwei Ionen. Melden Bereitschaft. Auf dem Weg. Mutterschiff. Das sieht keiner da. Ach, da sind noch Ace. Also, ich bin hier komplett ausgebaut, bei den Helis komplett ausgebaut, bei den Fregatten. Gruppe 2 meldet Feindkontakt. Oh, oh. Melden Bereitschaft. Melden Bereitschaft. Gruppe 3. Ihr solltet ja auch eigentlich angreifen, wenn die euch angreifen. Gruppe 2 wird angegriffen. Kampfgruppe auf Gefechtspositionen. So. Habe ich irgendwen verloren? Und der 7 ist ja kein Verlust, aber ein weniger. Ich denke nicht, dass die hier groß was kaputt machen werden. Oh, haben sie schon. Ein Bomber? Gruppe 2 meldet sich zur Stelle. Ja, ein Bomber, Tatsache.
Bauen wir mal einen Bomber nach. Läuft. Gruppe 1. Gruppe 1 meldet Sieg. Bewegen und angreifen. Bewegungsangriff bestätigt. So. So, was haben wir hier? Die Marinefregatten, zwei Stück, die... Lokale Rohstoffe erschöpft, Leute. Ziehen weiter. What? Bestätigung. Oh, ist schon null. Ziel erfasst. Bestätigung. So, die bewegen sich da hoch. Und... Verstanden. Melden Bereitschaft. Bereit. Bomberstaffel fertig. Bestätigung. Hier fehlen die Flakfregatten. Roger. Bestätigung. Die beiden bewegen sich hier mit. Auf dem Weg zum Ziel. Bestätigt. Melden Bereitschaft. Jetzt bin ich mal gespannt, wie groß hier diese Garnison ist. Verfolgen Zielobjekte. Okay. Ich bin getroffen. Die Nummer 1 schnappt sich die Fregatten. Ne, die Schutzplattform. Nummer 2 nimmt die Raketenfregatten sich vor. Und die Nummer 4 bleibt bei den Landjägern. Bzw. Bombern. Schiffe haben das Staubfeld verlassen und keine Deckung mehr. Verstanden. Kampfgruppe auf Gefechtsposition. Okay, die sind aber gleichmäßig runtergeschossen, von daher. Hey, keine Verluste. Und dann haben wir eben so zwei blöde Dinger da wirklich eine Einheit runtergeschossen. Das ist echt arm. Immer noch keine Verluste. Bestätigung. Angriffsbefehl zur Kampfgruppe bestätigt. Feind besiegt. Es gibt keine Überlebenden. Boah. Das ist ja echt mies. Also, zurück zum Reparieren. Melden Bereitschaft. Wir werden jetzt mit denen hier in eine defensiven Taktik und eine Phalanx durch diesen Nebelschlauch hier hoch und dann später da runterfahren zu können. Der Stolz von Hirigara wird dabei hinterherfahren. So. Grünes Licht bestätigt. Ist jetzt auch schon wieder leer, oder? Nee, hier sind noch genug. 12.000, also wirklich. Roger. Roger. Docker an Trägerschiff an. Docker an Trägerschiff so, an. Ihr bleibt aber angedockt dann. Melden uns zur Stelle. Die gehen sich alle reparieren. So, das Trägerschiff wird schon gleich auf den Weg machen, so wie die angedockt sind. Bestätigt. Bestätigung. Dieses Bereit. Trägerschiff hier ist, noch auf, ist unter der Ekliptik, das ist schlecht. Auf dem Weg. Später bei der Roger. Bewegung könnte das dann zum Problem führen. Roger. So, hier sind drei Torpedofregatten. Bereit. Hier wird gelandet. Verstanden. Roger. Andocksignal grün. Kampfgruppe teilt sich auf. Docke an Mobilraffinerie an. Was? Nein. Sollte andocken. Docke an Trägerschiff an. Ja. Docke an Trägerschiff an. Melden Bereitschaft. Bestätigt. Die zwei raus, dass die nicht mit hier rüber geschickt werden. Und dann hoch hier. Auf dem Weg. So. Gruppe 1 meldet Bereitschaft. Gruppe 3 ist immer noch nicht ganz repariert. Gruppe 3 meldet Bereitschaft. Freigabe erteilt. Böse kaputt zum Teil hier. Andocksignal grün. Ach, verdammt. Verstecken uns in Staubwolke. Kann man das hier als wieder starten? Bestätigt. Was machst du denn? Bereit. Schiffe haben das Staubfeld verlassen und keine Deckung mehr. Bestätigung. Verstanden.
Bereit. Ziel erfasst. Gruppe 1 meldet sich zur Stelle. Okay, jetzt wird hier repariert. Mutterschiff. Roger. Bestätigt. Bewegungsbefehl bestätigt. Der muss wohl per Hand hier durchführen. Groß eingestellt. Ist aber nicht so. Okay, doch. Groß eingestellt. Ist schlimm. Grünes Licht bestätigt. Okay. Mutterschiff. So, das mit dem Raus- und Reinzoomen, das hat einfach nur mit der Rein- und Raus-Scrollbarkeit zu tun. Ihr startet jetzt. Ich hoffe jetzt echt. Bestätigt. Nee, die bleiben angedockt. Das ist gut. Mutterschiff. So. Gruppe 3 hat verstanden. Gruppe 3 ist fertig. Auf dem Weg zum Ziel. Nee, nicht dahin. Hier. Auf dem Weg. So, forschen. Ach, ich erforsche das einfach alles mal. Ich meine, wir haben 14.000, das ist eine ganze Menge. Was ist diese Annäherungssonde? Die habe ich wirklich noch nie gebaut. Okay, getarnte Schiffe, das wird vielleicht. Kampfgruppenkoordinaten eingestellt. Ich weiß gar nicht, haben die Vega die Möglichkeit zu tarnen? Aufrüstung abgeschlossen. Gruppe 3 meldet Bereitschaft. Auf dem Weg. Alle Feindeinheiten angreifen. Nee, ihr seid noch zu nah. Grünes Licht bestätigt. Auf dem Weg zum Ziel. Bewegungsbefehl bestätigt. Bestätigung. Bereit. Habt ihr euch jetzt an den... Bestätigt. Eieieiei. Gruppe 3 hat verstanden. Aufrüstung abgeschlossen. Kampfgruppenkoordinaten eingestellt. Jägerverbund. Neue Formation bestätigt. Jetzt fliegt an dem Ding vorbei. Yes, ist nah. Okay, der letzte hier auf der Seite, der liegt auf der Ekliptik. Kurs eingestellt. Aufrüstung abgeschlossen. Bewegungsangriffskoordinaten eingestellt. Roger. Das Trägerschiff ist noch unterwegs. Verfolgen Zielobjekte. Bestätigung. Gruppe 1 meldet sich zur Stelle. So, wie man sieht. Forschung abgeschlossen. So haben die keine Chance. Neue Schiffe der Utility-Klasse zum Bau verfügbar. Gruppe 2 meldet Sieg. Die haben jetzt angegriffen, jetzt werden die sich wieder formieren und aus der Wolke rausfahren, wie es aussieht. Aber hier die Nachzügler sind endlich da. Mutterschiff. Soll ich das Mutterschiff bewegen? Na, das lasse ich lieber. Bereit. Wir kriegen immer noch REs von hier. Wow. Wir sind immer